Okay, Aris. Wohin? Die Schutzbarriere der Pyramide ist nur eine temporäre Unbequemlichkeit. Bevor wir hindurchgehen, sollten wir verstehen, wie sie funktioniert. Die Schar könnte darüber Auskunft geben. Sie lebten seit Äonen neben der Pyramide. Und jetzt haben sie diese Scharlachfestung obendrauf gebaut. Sie wussten also definitiv über ihre Existenz. Jetzt, da sie aktiv ist, erscheinen seltsame Schargruppierungen auf dem Mond. Dazwischen besteht zweifellos ein Zusammenhang. Dann beginnen wir damit. Aris, wir haben es gefunden. Scheint ein Ritual zu sein. Wir müssen den Zweck erfahren. Hab keine Angst, der Schar entgegenzutreten. Thank you.
Eris, es sind die Albträume. Die Schar versucht, sie für das Ritual anzulocken. Wie merkwürdig. Aber wofür? Unklar. Aber anscheinend können ihnen die Albträume nichts anhaben. Anders als uns. Wir müssen erfahren, wie sie das zustande gebracht haben. Das ist der Schlüssel, einen Weg über die... Eris? Diese Schreie. Das ist eine Scharhexe. Wir müssen uns beeilen. Saimota schreit, wie sie es an dem Tag getan hat, als Omnigul sie in Stücke riss und sie für immer verstummte. Fast wäre das auch unser Schicksal gewesen, als ein Albtraum von Omnigul durchs Lager fegte. Mein Überleben war ein Geschenk der Essenz, die du durch den Albtraum von Crota erhieltst. Wenn wir uns die wahre Macht der Essenz zunutze machen könnten, würde sie eine große Hilfe im Kampf gegen die Albträume und sogar die Pyramide selbst sein. Sie weiß, dass wir kommen. Ich kann es spüren. Und wir werden die Oberhand haben. Halte dich ans Licht.